Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Freizockt, Omerta, City of Gangsters und wir haben einige Aufträge hier erledigt. Zum Beispiel haben wir Bier verkauft. Diese Esel waren keine Gegner. Fünf interessante Orte entdeckt. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, und nochmal fünf interessante Orte entdeckt. So, hier haben wir einen Sheriff, das ist interessant. Sheriffs sind interessant, Waffe kaufen. Gewehre. Okay, also hier können wir ein Gewehr kaufen. Müssen wir uns merken. Den müssen wir uns erhalten dafür. So, was haben wir hier? Starte einen Kampf mit den örtlichen Schlägern. Kümmere dich um die örtlichen Schläger, um deinen Beliebtwert zu steigern. Okay, also da können wir einfach auf die Mütze hauen. Okay, Mütze hauen. Dann haben wir hier, dummerweise noch so einen anderen Typ, mit dem wir eine warme Beziehung haben. Okay, wir haben eine warme Beziehung. So, die verkaufen Bier. Der verkauft 20 Bier für 160. Das ist ein super Schnäppchen. Aber ich glaube, wir haben genug, oder? Bier. Ja. So, der verkauft Schusswaffen. Der kauft Schusswaffen. Und der tauscht sauberes Geld gegen dreckiges Geld. Das ist ein guter Deal. Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Geschäftsmann einfach nicht in Ruhe lassen. Ich hab das FBI im Nacken. Wer hat nach einem Arzt gerufen? So, weil sauberes Geld brauchen wir ja eigentlich zurzeit kaum oder gar nicht. Wenn wir erstmal hier anfangen, so ein bisschen Gewinn einzufahren. So, wenn wir das Gebäude hier upgraden, erhalten wir zusätzlichen Lagerraum. Kostet 500. Ist wenig gegen das, was ich bisher schon so geholt habe. Deshalb machen wir das aber jetzt noch nicht. Gut, ich bin hier gerade ein bisschen am rumgucken, was wir denn hier so alles haben. Hier haben wir kalte Beziehungen, weil den haben wir aufs Maul gehauen. Passiert. Ja, so, da haben wir hier oben haben wir noch eine Brauerei. Dann haben wir hier, was? Der will Schusswaffen. Der will fünf Schusswaffen, damit er okay. Hör auf, mich zu nerven. Infos gibt. So, da hat den Geldjob erledigt, das heißt, wir sind jetzt wieder ein bisschen flüssiger, was dreckiges Geld angeht. Und vielleicht sollten wir nochmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Schnaps beiholen. Sollen wir den schicken? Ich meine, ich will den Laden gar nicht platt machen. Ich will dem Laden einfach nur immer wieder so ein bisschen was abnehmen. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Weil wir haben keine Produktionskosten, ja. Wir kriegen einfach jedes Mal Schnaps, weil wir einfach hingehen und hauen den aufs... Auf die Nase, sozusagen. Ich wollte jetzt aufs Maul sagen, aber ich will nicht so viele Kraftausdrücke verwenden, deshalb sage ich mal auf die Nase. So, was haben wir denn dann noch Schönes? Fahndungslevel, poppt auf. Ich bin hier verzweifelt am Suchen. Puh. Diese Esel waren keine Gegner. Ich hoffe, du wirst mich jetzt in Ruhe lassen. Okay, hier wohnt ein Verbrecherboss. Auch da können wir eine Waffe kaufen, und zwar einen Baseballschläger. Das dürfte für die Dame hier interessanter sein. Dann haben wir hier noch eine Bank. Da können wir auch an Kohle kommen. Ich bin hier gerade die Karte am Abscannen so ein bisschen. Ich will mir mal einen Überblick verschaffen. Das ist das Problem hier, dass man sich so schwer einen Überblick verschaffen kann. Tja, gibt es hier überhaupt noch Stellen, wo wir Informationen einholen können? Oder haben wir jetzt schon die ganze Stadt entdeckt hier? Die ganze Stadt ausgespäht. Es kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir alles entdeckt. Es ging schnell. Aber so groß ist es ja auch nicht hier. Wenn man sich das mal genau anguckt, so viel gibt es hier gar nicht. Gut, dann gibt es hier wieder Jobs. Bier. Kauft 15 Bier, verkauft 45 Bier, kauft 40 Bier für 800. Das ist alles uninteressant irgendwie. Da verkauft einer 15 Schnaps, das hört sich gut an. Aber der bescheißt uns auch mal leicht hier. Das kann also durchaus sein, dass wenn wir zu dem gehen, dass wir die 450 los sind. Das Lager mit beschlagnahmtem Alkohol ist voll, aber meine Brieftasche... Sag ihnen, ich komme. Ja, wir versuchen es trotzdem. So. Der Laden existiert noch, dem dürfen wir auch nicht zu oft auf die Nase hauen. Auf jeden Fall, wir nehmen noch gut sauberes Geld ein, das machen wir über diese Apotheke, die wir hier haben.
Der Laden hier stört mich ein ganz klein wenig. Wir können hier zwar auch immer schön Bier absetzen, aber eigentlich stört er mich dann doch schon so ein ganz klein bisschen, weil er die Effizienz von dem Laden hier runtersetzt. Nichtsdestotrotz sollten wir uns langsam mal drum kümmern, hier vielleicht eine Suppenküche zu kriegen. Ich glaube, das hier ist so ein Gebäude, wo wir sagen können, Suppenküche. Eine Pause für den Boss. Können wir mal hier ums Eck machen. Da haben wir unsere eigene Brauerei. Das sieht auch gut aus. Da machen wir 42 tägliche Bierproduktion. Der Wolf ist zurück. So, der hat einen Schnapsjob erledigt. Wunderbar, dann haben wir Schnaps bekommen. Hat ein bisschen Geld gekostet, macht aber nichts. So. Genau so wird's gemacht. Da haben wir einen Geschäftsraum, jetzt können wir hier drin was eröffnen, und zwar die Suppenküche. Die benötigt aber ein Versteck Level 2, das ist uncool, weil da müssen wir erstmal ausbauen. Upgrade, 500 dreckiges Geld, können wir uns gerade so leisten, aber gerade so. Müssen wir vielleicht nochmal hier ein bisschen Lieferung machen. 30 Bier für 600. Naja, warum nicht? Niemand erledigt Dinge so wie ich. So, dann haben wir noch 1000 sauberes Geld. Da können wir vielleicht mal anfangen, so ein bisschen die Nachbarschaft aufzukaufen. So, kriegen wir dann 80 Miete. Es ist ein freies Land, oder? Ich liefere Resultate. So, da haben wir wieder dreckiges Geld, das ist immer schön. So, die verkauft 20 Schnaps, der kauft 5 Schnaps. 20 Schnaps für 540 hört sich auch gut Einer an. Einer meiner Kunden hatte eine echt gute Zeit bei mir. Und dabei sind die... Okay, ich mache es. Und Geldjobs. Geldjobs sollte man nicht unterschätzen. Hier bietet an, 1000 dreckiges Geld in 56 sauberes Geld zu waschen. Und er bietet an, 500 dreckiges Geld in 300 zu waschen. Ich hätte es gern umgekehrt. Ich will sauberes Geld abgeben und dreckiges Geld dafür erhalten. Oh, Fahndungslevel. Wir müssen aufpassen wegen Fahndungslevel. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Tja, gleich wird's teuer und wir haben kein Geld, glaube ich. Schönes Ding, oder Boss? Ich liefere immer ab. Ich bin gerade ein bisschen gespannt, weil ich gerade extrem am Limit agiere. Haben wir irgendwo ein Casino, was nicht uns gehört? Ne, ich glaube, wir haben noch gar kein Casino. Das ist jetzt, großartig. Okay. So, Waffe kaufen für 200 dreckiges Geld, das machen wir natürlich. Schicken wir vielleicht mal einen Wolf. Niemand erledigt Dinge so wie ich. 5 Sterne Fahndungslevel. Es wundert mich, dass die Polizei hier noch nicht komplett am Rad dreht. Die bietet wieder Lagerplatz relativ günstig, aber den brauchen wir zurzeit nicht. Gefürchtetheit interessiert mich auch nicht. Ich würde gerne mein Fahndungslevel senken. Ich will da jetzt aber auch nicht gleich die Cops für verbraten. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt noch ein bisschen läuft hier, ohne dass es gleich Trara macht. Oh, da gibt es wieder einen neuen Auftrag. Beliebtheitswert interessiert mich auch nicht. Na gut, wir können ja immer noch Bestechungsgeld zahlen eigentlich. Der Wolf ist zurück. Okay, jetzt können wir hier einen Gefallen einfordern. Und dann sind sie alle wieder weg.
und damit ist aber auch jetzt hier unser Helferlein weg. So, Spezialschusswaffen, verkauft Schusswaffen. Ja, ich bin am überlegen, wir könnten eigentlich noch ein paar Schusswaffen gebrauchen, aber wir haben gerade kein Geld für. Die kauft 25 Schnaps für jede Menge Kohle, aber wir haben gerade keinen Schnaps. Der kauft 30 Bier für 600, die 40 Bier für 440. Das ist natürlich ein super Deal, aber wir haben gerade kein Bier. Das ist unglaublich. So. Eine Suppenküche kostet uns 500. Dreckiges Geld. Wenn wir das nicht haben, wird es vom sauberen Geld genommen, soweit ich weiß. Und dann kostet das auch monatlich. Und wir haben gerade keine Kohle. Also wir sind hier echt extrem am... Puh. Das können wir mal machen hier. Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Geschäft auf der Spur. Und Spezial gibt's Lagerplatz hier. Wir brauchen keinen Lagerplatz zurzeit. Wir haben genug Lagerplatz. Was wir brauchen ist Asche, Geld, Bares, Kröten, Mäuse. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Gucken wir, ob wir noch ein bisschen Schnaps beikriegen. Ich hoffe nur, wir machen den Laden nicht pleite, sonst müssen wir auch noch eine eigene Schnapsbrennerei aufmachen. Der Wolf ist zurück. Okay, der hat den Geldjob erledigt. Das haben wir wieder 500 hiervon. Ich könnte jetzt einen kippen. Okay, existiert noch. Das wäre schon ein Hammer-Deal, aber ich glaube, wir machen anders mehr. Wir müssen besser gucken, dass wir Geldjobs machen. Also, wo wir dreckiges Geld oder sauberes Geld in dreckiges Geld tauschen. Das macht mehr Sinn. So, ich bin hier so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt hier eröffnen soll oder nicht. Noch ein bisschen sparen, würde ich sagen. So ein ganz klein bisschen sparen müssen wir noch. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir noch ein bisschen sparen müssen, weil wir müssen ja irgendwann auch Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Geschäftsmann auf der Spur. Wir müssen ja bald auch hingehen und müssen Personal wieder bezahlen. Also ich meine, das kommt ja auch immer wieder mal. Irgendwann ist so ein Tag mal rum und dann müssen wir das Personal bezahlen und das kostet uns ja auch 200 Parts zerquetscht. Und wenn ich jetzt einfach hingehe und zu viel Geld hier rausboller, dann bezahlen wir irgendwann mit sauberem Geld unsere Gangster und das wollen wir ja nicht, weil das saubere Geld ist mehr wert wie das dreckige Geld. Wir können da mit Geldgeschäften verdammt viel Kohle machen, haben wir ja auch schon gesehen und deshalb tun wir das nicht. So, und ich bin hier immer weiter, immer so schön am Rumgucken, weil ich immer die Hoffnung habe... Meine Bezahlung sollte das widerspiegeln. So, weil ich immer die Hoffnung habe, dass da irgendwie was besonders toll läuft. So, und jetzt können wir mal hier die Suppenküche öffnen und dann eine Pause für den Boss. Haben wir es hoffentlich geschafft. So, Gelddeal bietet 500 dreckiges Geld und 300 sauberes zu waschen. So rum interessiert es uns nicht. Wir wollen lieber andersrum. Ja, was machen wir mit der? Auftritt organisieren für 5 Schnaps, was die Beliebtheit steigert und nee, bringt uns zurzeit nichts. Der Laden hier macht mir echt Probleme. Der Laden hier macht mir richtig Probleme. Den können wir für 250 dreckiges Geld einfach aufkaufen und dann vielleicht schließen. Ich glaube, das wäre so mit die beste Aktion, die wir machen könnten. Aufkaufen und schließen. Oh. Wie fühlt es sich an, so vielen Leuten zu helfen? Tja, die Gemeinschaft öffnet sich dir gegenüber allmählich. Aber es ist immer noch ein weiter Weg, bis du das Vertrauen der Leute gewonnen hast. Bleib der Mann der guten Tat und steigere deinen Beliebtwert auf 40. Nur dann werden wir dich als einen von uns ansehen. Aufgabe, erreiche Beliebtwert von 40. Haben wir ja schon. Ja.
Boss, eine weitere Nachricht vom Ku Klux Klan. Es sieht aus, als seien die jetzt richtig sauer. Oh, ja, sie haben ihre Beziehung im Rathaus spielen lassen, Polizei unsere Operationen verhindern zu lassen. Bis wir einen Weg finden, den KKK-Jungs loszuwerden, müssen wir mit dem zusätzlichen Fahndungswert leben. Fahndungswert steigt jeden Tag um einen Stern, na wunderprächtig. Hey Mann, ich habe gehört, du machst hier eine Menge guter Dinge. Es war auch an der Zeit, dass jemand sich entscheidet, hier mal voranzukommen. Tja, und jetzt will der was, 60 Bier für eine Party. Ja, kriegen wir dafür auch Geld? 60 Bier brauchen wir für eine Party. Das ist doch interessant. Kaufen wir uns doch mal ein bisschen Bier dazu, oder? Hey Soldat, hier ist das Angebot. Ich habe mir einen kleinen... Lass das mal den Arzt machen. Und dann sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob es irgendeinen Gelddeal gibt. Nein, wir wollen sauberes Geld in dreckiges Geld tauschen. Meine Fresse, ist das denn so kompliziert? Sonst habe ich da tausende von Jobangeboten bekommen, was dieses Geldtauschen angeht. Und jetzt auf einmal, wo ich es brauche, kommt nichts mehr. Da, 500 saubere sind 1200 dreckiges. Ich muss etwas Geld waschen. Stell keine Fragen, du wirst keine Antworten kriegen. Keine Pause für den Boss. So, und da läuft's. Endlich. Ich liefere Resultate. So, dann haben wir hier eine Flüsterkneipe. Die wollen wir aber gar nicht. Das Geschäft wollen wir aufgeben. Betrieb anhalten. So. Diese Esel waren keine Gegner. Das nenne ich mal eine Party. So voll habe ich den Club schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Warte, was war das? Oh oh, bitte nicht, der Ku Klux Klan greift den Club an. Sieht aus, als wollten sie uns wirklich die Party verderben. Wie auch immer, niemand greift meinen Club an und überlebt das darüber. Okay, um darüber zu reden, lass sie uns erledigen. Und schon sind wir in einem, ja, 3D-Kampfgefecht, wo ich gar nicht rein wollte. Und ich habe die Leute noch nicht... So, der hat ja ein Gewehr, den lassen wir draußen. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Okay, das sieht nicht gut aus. Wieso sinkt die Erfolgschance, wenn wir die mitnehmen? Verstehe ich nicht. Naja, fangen wir mal an. Ich hoffe, ich krieg das noch hin. Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, sieht was? Eng aus. Was? So, ach nee, nicht schon wieder der Laden. So, da ist einer vom Ku Klux Klan, würde ich sagen. Da ist auch noch einer. Die sehen wir so ein bisschen. Und wir stehen hier hinten in der Küche. Das ist natürlich suboptimal. Jetzt haben wir den hier mit der Schrotflinte. Wo steht der denn? Ah, natürlich steht er wieder da, wo er nicht stehen sollte. Die Frage ist, wo können wir den denn hinschicken, dass er in Deckung ist, ohne dass er hier von den Fenstern aus angegriffen werden kann? Puh. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und da verfehlt er schon mal. Das ist natürlich weniger gut. Okay, jetzt hat er ihn getroffen. Und damit kann er auch nichts mehr machen. Das ist natürlich suboptimal. Jetzt haben wir hier The Shark, unser Boss sozusagen. Den verstecken wir mal hier. Der kann nämlich auch ein bisschen aus dem Fenster gucken. Der kann das da draußen auch ein bisschen im Auge behalten. So, das war schon mal Treffer Nummer 1. Das war Treffer Nummer 2 und er lebt immer noch. Alter Schwede. So, jetzt rennt der da mit seinem Schlagstock und haut uns mal kräftig auf die Mütze. Moment, der kann doch einfach da stehen bleiben und feuern, oder? Ja. Ja, genau. Sieht doch gut aus. So, jetzt kommt, oh Gott, der Nächste und haut den hier.
Und da kommt ein Ritter. Ach du lieber Himmel. Was? Was? Okay, so, dann Schrotflinte gezielt auf den Kollega. Reines Glück. Das hat ihn umgenockt. Lebt er noch? Nee, der lebt nicht mehr. So. Dann steht hier einer, der das ist nicht so gut. Tja, und verfehlt. Jetzt kommt dann endlich auch mal der Doc dran. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir den Doc da hinschicken. Da kommen wir nicht ganz hin. Das ist alles irgendwie nicht grün. Alles ein bisschen suboptimal hier. Oh, da draußen ist noch so ein KKK-Ritter. Das ist natürlich unschön. Und es gibt keine Deckungsmöglichkeit hier, die gescheit wäre. Ist doch Schrott, sowas. Das ist es, was mich an dem Spiel so ein ganz klein bisschen nervt. Es gibt einfach keine richtigen Deckungsmöglichkeiten. So, die beiden sind ja down. Da hinten steht einer. Da tun wir die eigenen Leute mit anballern. Die sind alle noch außer Sicht. Das ist genauso suboptimal. Tja. Und die anderen sind außer Sicht. Ist doch supi. So, der hat diesen komischen, keine Ahnung, was er hat. Durch den besiegten Gegner wird das ja wieder gut. Ja, da haben wir zu viel andere im Blickfeld. Das ist übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Meine Fresse, was ist das denn hier so kompliziert? Glück gehabt, dass wir keinen eigenen erwischt haben, aber ich muss es nochmal probieren zu schießen. Wieso ist der denn verwundet? Wer hat den hier denn verwundet? Der hier hinten drin steht. Jetzt ist er Entdeckung. So, und der ist außer Sicht. Ich krieg doch die Kotze. Der braucht schon nur rumdrehen. Mann! Das ist aber auch ein Müll hier, ey, was die Steuerung angeht. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Aber das ist teilweise hier echt Müll. Also da muss ich jetzt mal ein bisschen meckern. Der braucht sich rein theoretisch nur rumdrehen und an der Mauer vorbeischießen. Nein, geht nicht. Wäre ja auch zu einfach. Man könnte ja am Schluss vielleicht sogar die Runde gewinnen, weil man taktisch klug agiert. Der wirft was auf den, oder wie? Okay, hallo? Ja? Hallo? Es ist ein bisschen übertrieben, finde ich hier gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem, warum ist jetzt der dran? Muss ich auch nicht verstehen. Ja, und das war's, oder was? Einmal schießen und das war's. Cool. Ich brauche einen Arzt. So, der hat mal auf den geschossen. Das ist auch schon mal gut, weil wir haben draußen einen, der hier den unter Feuer nimmt. Ich will jetzt mal da hinten den Sack loswerden. Der geht mir nämlich auf den Keks. So, dann kriegt der noch eine ab. Ja, du hast dich gut gestellt, du Computer-Fuzzi. Wohin jetzt? Ja, wohin jetzt? An das Fenster, würde ich sagen. Du renne an das Fenster und mache dann einen Schuss nach draußen und hoffentlich du treffe.
Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt hat er getroffen und hat ihn ein Stück zurückversetzt. Dann kommt ich hab's versaut, Boss. Squeaks und Squeaks, den müssen wir mal... Ja, der blutet und blutet und blutet und es gibt keine Deckung für die, weil immer nur die Deckung nach drinnen oder so ein Scheiß ist. Das ist doch zum Kotzen. Entschuldigung, dass ich mich schon wieder aufreg, aber ich muss mich hier aufregen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die sich nicht hier im Eck oder so verstecken können. Das guckt euch die Deckung mal an. Was soll denn diese blöde Deckung, ja? Wenn hier der Gegner steht, will ich mich hier an dem Laternenmast verstecken. Geht nicht. Warum geht's nicht? Ja, keine Ahnung, geht nicht. Ich komme mir vor wie auf einer deutschen Behörde. Kommst du rein, sagst du, ich habe mal eine Frage, sondern die geht nicht. Ja. Dann sagst du, ja, sie wissen ja noch gar nicht, was ich will. Und dann sagen die, doch, wir können es uns fast denken und es geht nicht. So, komm, nietet den um. Bitte nietet den doch um. So, jetzt ist Shark dran und Shark, komm, nietet den doch um. Sag mal, wie viel Leben hat der denn? Da wirst du ja narrig. Was? Was? Nein, fixe zwei. Ich hab's versaut, Boss. Ja, nee, ich hab's versaut, weil Fixit hätte schießen sollen. Der sieht nix. Der rennt einfach mal mitten auf die Straße, wen juckt's, und ballert und verfehlt. Er hätte ja gewinnen können, wenn er getroffen hätte. Ich brauch was zu trinken. Und der ist außer Sicht. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Ich könnte mich hier schon wieder... Ach Gott, könnte ich mich aufregen. So, Render raus und jetzt... Komm, 9 Punkte. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Danke. Das glaub ich ja nicht. Die Clan-Typen fliehen wie die Feiglinge, die sie ja auch sind. Zu schade, dass sie Walkers Club zerstört haben. Ja, die ganze Gemeinde kommt vorbei, um Reparaturen zu helfen. Ich bin mir sicher, dass... Was? Ich bin mir sicher, du kannst, sagen wir, 5000 entbehren, um einem Freund zu helfen. Ich kenne Walker. Er ist zu stolz, um selbst um Hilfe zu bitten. Also müssen wir diese Sache selbst in die Hand nehmen. Aufgabe, sammle 5000 dreckiges Geld. Und da haben wir wieder das Problem, dass wir wieder Geld sammeln müssen. So, und jetzt müssen wir mal gucken hier. Levelaufstieg. Beziehungsweise, ich glaube, das dauert jetzt zu lang. Das machen wir einfach im nächsten Part. Im nächsten Part machen wir Level-Ups. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Okay, jetzt haben wir wieder Kohle. Ja, also wie gesagt, im nächsten Part machen wir die Level-Ups. Ich bedanke mich erstmal an der Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt meinen kleinen Ausraster über den 3D-Kampf wieder mal gut verdaut. Ich finde das Spiel eigentlich super, nur die 3D-Kämpfe, die sind manchmal so stupide, blöd, dass ich der Meinung bin, das hätte man doch viel besser machen können. Aber gut, sie haben es nicht besser gemacht, es ist so, wie es ist. Also muss man damit leben. Und ansonsten, naja, passt ja. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn ich hier so einen mittleren Krampf bekommen habe. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, der Nick frei zockt Tomata, City of Gangsters. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.